Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer 14. Coding Challenge. Heute geht's um das Mergen von Intervallen. Und ja, jetzt wird's langsam spannend, würde ich mal so behaupten. Wir hatten schon einige schwierige Coding Challenges, aber ich glaube, die hier hat's. Wobei, eigentlich so schwer ist sie nicht. Aber ich glaube, es ist eine interessante Fragestellung. Und zwar geht's natürlich jetzt darum, ihr bekommt eine Liste aus Intervallen. Das heißt, ihr habt hier ein Intervall, das ist ein Intervall. Und Intervall bedeutet immer 22 bis 36, 34 bis 49, 2 bis 10, 44 bis 63 und so weiter und so fort. Und wenn ihr jetzt Intervalle mergt, dann ist das natürlich jetzt irgendwie interessant. Denn ihr sollt aus diesen Intervallen alle Doppelten rausmachen sozusagen. Das heißt, das Intervall hier geht von 22 bis 36, aber das hier fängt ja schon bei 34 an und geht bis 49. Das heißt, aus diesen beiden Intervallen könnt ihr 22 bis 49 machen. Dann kommt schon dieses Intervall hier, 44 bis 63. Da könnt ihr aus 22 bis 49, was ihr aus den beiden gemacht habt, könnt ihr 22 bis 63 machen, denn hier steckt ja 44 bis 49 schon drin. Das heißt, ein Intervall aus diesen dreien hier von 22 bis 63. Und das hier geht von 20 bis 22, also habt ihr 1 von 20 bis 63. Das ist auch schon drin, also 1 von 20 bis 64. Und dann habt ihr aber noch dieses Intervall. Das heißt, ihr habt in eurer Lösung zwei Intervalle, 1 von 2 bis 10 und 1 von 20 bis 64. Und ja, das ist so ziemlich die Lösung zu dieser Aufgabe hier. Natürlich gibt es jedes Mal andere Intervalle, je nachdem, was ihr hier macht. Ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen zu balancen, dass ihr manchmal, dass ihr normalerweise immer mehr als ein Intervall habt, aber auch normalerweise mindestens eins mergen müsst. Das habe ich so ein bisschen versucht zu balancen. Trotzdem ist es natürlich alles zufällig. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ihr nur ein Intervall in eurer Lösung habt oder dass ihr eben 20 Intervalle in eurer Lösung habt, je nachdem. Aber ja, ich glaube, das ist eine ganz interessante Variante. Achtet bitte auf die Links und natürlich die Beschreibung. Sowieso in der Beschreibung stehen natürlich die Links drin, wie ihr das Ganze bekommen könnt und wie ihr das Ganze wieder schicken müsst, nämlich über einen Post-Request an die URL in der Beschreibung. Und zwar als sowas hier wieder, also einfach gültiges JSON-Format, Token:Solution. Und eure Lösung ist in dem Fall jetzt gerade Solution gleich sowas in der Art, eine Liste aus Intervallen, das heißt eine Liste aus Listen, also sowas wie 2 bis 10 und 20 bis 64. Sowas wäre dann eine gültige Lösung. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lösen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.